Ein herzliches Grüß Gott zu einer Urlaubsausgabe unserer Andachten. Mein Partner Marius und ich haben sich mit meinem Studienfreund und Kollegen Kevin auf den Weg gemacht ins Hinterweidental. Das liegt zwischen den Nordvogesen und dem Pfälzerwald, sprich in Rheinland-Pfalz. Hier hinter uns steht ein eindrucksvoller 14 Meter hoher Turm aus Buntsandsteinfelsen, den man in der Pfalz den Teufelstisch nennt. Es gibt sogar ein Gedicht des Pfälzer Mundart- und Heimatdichters Martin Johann Jäger. Einige Strophen daraus lauten: Einst schritt in jenem Walde durch nächtges Dunkel schnell hinauf die Bergeshalde ein finsterer Gesell. Hell lodert in seinen Blicken unheimlich wilde Hast. Nun will er sich erquicken, er schaut nach guter Rast. Umsonst kein Stein zum Sitzen, kein Tisch zum nächt'gen Mahl. Vor Zorn seine Augen blitzen hin über Berg und Tal. Da, wie mit Blitzesschnelle, packt jetzt zwei Felsen frisch der grimmige Geselle und stellt sie auf als Tisch. Dort speist der Teufel und lässt den riesigen Tisch einfach stehen. Es ist beeindruckend, drunter zu sein und auch bedrohlich. So viele Jahre hielt die Tischplatte, aber ist es hier wirklich sicher? Mag sie nicht jede Minute herunterbrechen und Unheil mit sich bringen? Dieses Gefühl von Bedrohung und Unheil finde ich in der Herrnhuter Losung für den heutigen Sonntag aus Psalm 121, Vers 7. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Das Übel. Im Hebräischen steht da ein Wort, welches das Böse schlechthin meint. Und das kennen wir doch nur zu gut. Oft im Leben merken wir, wie etwas gehörig schiefläuft und wissen dabei genau, dass der Ursprung bei uns selber liegt oder bei dem Fehlverhalten und der Durchtriebenheit anderer Menschen. So etwas zu erleben ist nicht schön. Aber mir persönlich fällt es leichter, das zu akzeptieren, wenn ich weiß, dass es menschliches Verschulden ist. Aber es gibt ja auch das ganz andere Übel. Das Böse, das über mich hereinbricht und das ich nicht verstehen kann. Eine unheilbare Krankheit, viel zu früh einen geliebten Menschen verlieren, Katastrophen, der Verlust des Vertrauens in Gott. Der Boden unter den Füßen scheint mir weggezogen zu werden. Die Felsplatte droht auf mich herabzustürzen. Und dann stehe ich da und bin voller Sorgen und Ängste und höre die Losung in mir nachklingen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Nichts Böses soll mir widerfahren. Meine Seele, also mein ganzes Sein und Wesen, sollen bewahrt werden vor diesem Unheil. Der Psalmschreiber befindet sich selbst in einer schwierigen Situation. Am Anfang des Psalms heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich keinen Ausweg mehr weiß? Und der Psalmschreiber beantwortet seine Frage selbst. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, gibt auf ihn Acht. Er zeigt ihm den richtigen Weg, damit er nicht abstürzt. Er beschützt ihn vor der Hitze des Tages. Er behütet ihn vor allem Übel. Es ist ein Lobpreis, den der Psalmbeter da an Gott richtet und sicherlich auch eine Selbstvergewisserung. Bei Gott, da kann ich Zuflucht suchen. Wenn das Böse über mich hereinbricht, ob ich es verstehen mag oder nicht, so darf ich, ja so muss ich vielleicht sogar meine Augen nach oben heben und den Gott um einen Ausweg bitten, der mein Schöpfer und Bewahrer ist. In diesem Sinne, kommen Sie behütet und wohlbehalten durch die kommenden Wochen. Amen. Thank you.